So, meine Lieben, ihr habt ja öfters mal gefragt, wie das mit dem Mixed Media geht. Also dachte ich, mach ich mal ein kurzes Video dazu. Und zwar habe ich hier was vorgemalt. Mein Hauptmotiv ist schon so gut wie fertig. Und jetzt werde ich einen Hintergrund gestalten. Und damit er nichts dreckig wird, habe ich eine Maske erstellt. Das ist Transparentpapier. Habe ich nochmal nachgezeichnet und klebt das in der Mitte zu. Und zwar habe ich in das Transparentpapier ein Loch reingeschnitten und habe das mit ganz einfachen Malerkrepp dann angeklebt. Und zwar ist das Motiv auf Aquarellpapier aufgemalt. Das Blatt habe ich hier nochmal mit Malerkrepp einfach auf die Rückseite von dem Block fixiert. Und habe den ganzen Hintergrund mit Gesso bestrichen. Falls das jemand nicht kennt, das ist Gesso, in diesem Fall von Hersteller Schminke. Und zwar, wir brauchen das, damit das Papier fester wird und saugfähiger als das normale Aquarellpapier und auch ein bisschen glatter. Ihr seht hier ganz schön viele Muster, die ich aufgetragen habe. Die ganzen farbigen Muster sind Stempel. Ist also nicht gerade schwierig, das anzuwenden. Ich zeige das mal kurz. Das sind quasi die Stempel, die ich benutzt habe. Und ich habe mit speziellen Stempelkissen gearbeitet, so rum. Momento. Ist ein spezielles Stempelkissen. Normalerweise wird zum Kolorieren von Copic-Bildern benutzt. Ist wasserfest, auch Copic-fest. Und an sich habe ich einfach hier, wie man sieht, ein paar Bilder gestempelt. Fertig. Und dann, wie man sieht, habe ich hier noch reliefartige Muster aufgetragen. Ist auch total simpel. Ich habe mehrere Schablonen benutzt. Da sind die. Und spezielle Spachtelmasse benutzt, nennt sich, na, warte mal scharf stellen hier, genau, Acrylmus von Marabou Mixed Media. Es ist eine sehr feine Spachtelmasse oder Reliefmasse, kann man es auch sagen, auf Acrylbasis. Und wie ihr hier gut erkennen könnt, die ganzen Feinheiten wurden mitgemacht. Es ist immer wichtig, richtige Spachtelmasse zu benutzen, weil die Massen, die zu grobkörnig sind, machen diese feinen Sachen nicht mit. Und was man auf dem Bild momentan, glaube ich, noch nicht ganz erkennt, ihr seht hier so unscharfe Stellen. Da habe ich einen Mikrofacettenlack benutzt. Bitte scharf. So. Und zwar ist es so ähnlich wie ein Krikalé-Medium. Das ist quasi so ein transparenter Lack, was im Laufe der Zeit aufsplittert. Ich habe das einfach hier aufgetragen in bestimmten Bereichen. Und musste ca. 10 Stunden warten, dass es trocknet, dass es dann quasi splittert. So, jetzt machen wir noch mal ein bisschen Farbe drauf. Und zwar benutze ich diesmal Colorex. Na? Hallo. Nee, will nicht. So, jetzt. Nein. Hallo, mach mal scharf. Kollege, jetzt. Colorex 55. Dazu nehme ich Ecoline 505. Es gibt keinen bestimmten Grund, warum ich die Farben mische. Die Farbtöne gefallen mir einfach. Dann habe ich noch Artspray. Ja, mal scharf, so. Von Marabou. Auf Acrylbasis ist wichtig, das wasserfest. Und eventuell noch das Schwarze mal sehen. Ist schon ein bisschen benutzt, wie man sieht. So, und dann habe ich die Colorex-Farben mit Wasser angemischt. In verschiedenen Farbstufen habe ich das verdünnt. Und wir fangen mit hellster Farbe an. Und dann lege ich einfach los. Ich habe das Bild maskiert, damit es eben nicht angesprüht wird. Jetzt muss ich pumpen. Vorführeffekt.
Und dann kann ich hier schon mal vorgrundieren mit der hellsten Farbe. Und da kann man ein Muster schon mal besser erkennen. Der Unterschied wäre, wenn ich, ich hoffe, man kann es hier erkennen, die Bereiche, die ich quasi mit Gesso bearbeitet habe und verschiedenen Strukturpasten, verlaufen ganz schön gut, die Farben. Und wo kein Gesso drauf wird, wird der Muster ziemlich fleckig, was auch nicht schlecht sein soll. Wir haben so verschiedene Verläufe und Muster, die dabei entstehen. Und das könnte nach Geschmack einfach ein Blatt verteilen. Eigentlich ist es nichts weiter als Farbe verteilen und warten, was passiert. Das ist die Technik. Es ist mehr basteln als malen an sich. Finde ich sehr simpel, sehr leicht. So belege ich einfach mal, welche Bereiche mache ich dunkel, welche hell. Man sieht auch, dass mein lustige Schutzmaske quasi sich selbstständig macht. Das macht aber nicht. Die wichtigen Bildbereiche bleiben immer noch geschützt. Ich mache noch ein paar dunkle Stellen mit meinem Acrylspray. Ja, das ist eigentlich schon, habe ich mein Grundgebilde geschaffen. So, dann nehme ich die Maske ab. Und mir gefallen zum Beispiel diese harten Übergänge nicht. Also nehme ich ein Tuch. Das sind so Feuchttücher und vermische das so, wie ich mir das vorstelle, dass manche Stellen heller werden sollte, manche dunkler. Tupfe einiges weg, was mich stört. Oder mache so weiche Übergänge. Ist dann jedem überlassen, wie er arbeitet. Also das ist im Grunde eine Zufallstechnik, nicht weiter. Wir sprühen los und gucken, was passiert. Das kann man, und die Schichten kann man so oft machen, wie man möchte, dass man mit helleren Farben, mal mit dunklen arbeitet. Und sieht einfach, was passiert. Also mehr ist das wirklich nicht. Das ist so die Grundidee von dem Ganzen. Jetzt muss ich das trocknen lassen und dann werde ich die Details erstellen. Die Farben sind nun getrocknet. Ich habe das stark angeföhnt. Ihr könnt auch einfach nur stehen lassen. Und da seht ihr, dass die ganzen Muster viel besser rausgekommen sind, dass ihr viel mehr Strukturen drin habt. Der Nachteil bei dem Stempelkissen Momento, wie ich jetzt rausgefunden habe, ist, dass es doch nicht ganz so wasserfest ist, wie der Hersteller sagt. Also sind die Muster stark verwaschen geworden. Ich finde das in dem Fall nicht schlecht. Es ist dann nicht mehr so unruhig wie vorher. Also ich bin zufrieden mit meinen Basis sozusagen und kann dann in Details gehen. Dafür benutze ich diese Stifte. Na. Von Marabu. Die sind so ein bisschen ähnlich, würde ich denken, wie Pastellstifte, aber die sind ziemlich fetthaltig und ziemlich angefeuchtet. Und da brauche ich auch wieder mal mein Babytuch, weil ich ein paar dunkle Stellen erzählen möchte in meinem Muster, damit sie besser zu sehen sind. Und dann wische ich das so ein bisschen über das Bild drüber. Und gucke, ob es mir gefällt oder nicht. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich immer noch wegtupfen und sagen, boah, ist mir zu viel. Und das arbeite ich so lange aus, bis ich zufrieden bin. Also wie man sieht, ist es wirklich nur mehr so rummanschen. Ein bisschen basteln. Also Wissenschaft ist es wirklich nicht. Also das könnte auch... Also wichtig ist einfach so hochwertige Materialien zu benutzen, weil mit so ganz preiswerten
Anbieter, weiß nicht, ob das so klappt, weil es müssen schon pigmentreiche Sachen sein, damit man das so umsetzen kann, wie man sich wünscht. Und das macht ihr Schritt für Schritt, bis ihr sozusagen zufrieden seid. Versucht mal nicht zu viel zu machen, also mit den dunklen Farben eher vielleicht am Rand zu arbeiten. Das ist so eine Art Vignette entsteht. Also ich bin ein Mensch, der dunkle Bilder mag. Wie man sieht, wird das immer finsterer, immer dunkler, weil es ja auch eher so ein trauriger Motiv ist und jetzt nicht so niedlich und rosa und Blümchen. Aber es ist wirklich Geschmackssache, wie man es gestaltet. Und wenn ihr sagt, okay, das ist mir doch jetzt dunkel geworden, das ist zu matschig, kann ich immer noch alles wegtupfen, wegmachen. Und im Extremfall nehme ich einen weißen Stift und verteile da die Farbe nochmal drüber. Wie man sieht, ist es ziemlich steckend. Dass ich da leicht korrigieren kann. Und ich sage, okay, die Bereiche möchte ich da so hell lassen. Einfach nur drüber fahren. Und dann kommt es noch besser raus. Und wenn ich sage, okay, das ist doch zu hart für mich, ich möchte es weicher haben, zack. Einfach nur verwischen. Das ist Schritt Nummer 2. Jetzt lasse ich noch mal alles trocknen. So, na dann sind wir beim Schritt 3 angekommen. Jetzt mache ich noch ein paar Details, Licht und Schatten, und dann sind wir eigentlich fertig. Dafür benutze ich Pan-Pastell. Kennen bestimmt einige. Sieht ein bisschen wie ein Lidschatten aus, ist aber Pastell im Prinzip. Sehr stark gepresst und sehr stark pigmentiert. Und das verwische ich einfach nochmal mit dem Taschentuch. Versucht hier eher in die Lücken zwischen den Mustern zu gelangen, damit sie noch räumlicher erscheinen. Vor allen Dingen die ganzen krakelierten Teile. Dann kommt das viel besser raus. Dass die feinen Pigmenten zwischen den ganzen Rissen gelangen. So, da es mir hier alles viel zu dunkel ist, viel zu gleichmäßig, nehme ich noch etwas von der weißen Pan-Pastell und helle die Teile einfach auf, die mir zu dunkel erscheinen. Wer eine Airbrush-Pistole hat und einen Kompressor, kann wunderbar mit Airbrush drüber gehen. Also ich mache das jetzt nicht, da es die meisten nicht besitzen. Und zeige einfach, wie man das auch mit herkömmlichen Medien auch erzählen kann.
Also ihr könnt ja einiges heller machen, was euch nicht so gefällt. Vor allen Dingen habe ich hier so diese harten Kanten hier in dem Übergang in das Motiv selbst. Das möchte ich auch verblenden. Das geht wunderbar mit dem Pan-Pastell. Viele überlegen sich, ob die Pan-Pastelle kaufen sollen oder nicht, weil die sind nicht gerade preiswert. Ich habe verschiedene Pastellkreiden zu Hause und bin aber von denen am meisten überzeugt für meine Technik, da ich viel mehr wische und weniger grafisch arbeite, finde ich die da am besten in dem Bereich. Also falls jemand mit dem anderen Kreiden auch super Erfahrung haben, kann es gerne posten und sagen, ja, ich bin zu dies und das und das ist übelst cool. Da seid ihr herzlich willkommen mit euren eigenen Kommentaren und dass ihr mit eurer Erfahrung dann einfach teilt, was ihr am liebsten benutzt. Könnt ihr auch mal ausprobieren vielleicht. So. Ich habe noch hautfarbene Pastell. Sieht hier, glaube ich, sehr gelblich aus. Also eigentlich ist es eher sehr hautfarben. Liegt am Licht hier. Also ich schwimme beim Tageslicht, aber irgendwie ist es doch recht gelblich. Mache ich gleich die Schatten im Gesicht auch weicher mit dem Pastell. Mit dem Pastell. Ja. So, damit ist erstmal der nächste Schritt auch schon getan. Es sieht echt so gelb aus. Also im Realen ist es eher hautfarben. Wird nie besser. Doch, so. Und die letzten Details werde ich einfach mit Polychromos gestalten. Also ich benutze die Original Polychromos von Faber-Castell, aber man kann natürlich auch andere Stifte nehmen. Und da könnt ihr Schritt für Schritt einfach das alles noch gestalten und die Teile betonen, die euch gefallen. So, und das ist eigentlich so der letzte Schliff von dem Ganzen. Ich werde das Video jetzt abbrechen, weil ich denke, im Prinzip habt ihr schon verstanden. Sonst wird das noch Stunden dauern. Weil ich brauche bestimmt noch eine Stunde mindestens, bis das Bild fertig ist. Aber ich denke, im Prinzip habt ihr erkannt, was gemacht wird. Und das bedeutet, das Ziel dieses Videos habe ich erreicht. So, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann postet einfach ein paar Kommentare, wie es euch gefallen hat, wie es euch nicht gefallen hat, was kann ich nächstes Mal besser machen, ob ich überhaupt ein Video machen soll oder sagt, nee, lass mal. Na dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Nachmalen, Nachbasteln. Tschüss!